würde dich abziehen, Timon. Nee, ich zieh dich ab. Das wird sich noch zeigen. Ich habe eine Muskelkrankheit, also eine Muskeldystrophie, die heißt Duchenne. Also das heißt halt, dass die Muskulatur halt nicht so stark ist und auch die Muskeln nachlassen. Das ist halt auch der Grund, wieso ich eine Skoliose hatte. Bei der Skoliose handelt es sich um eine dreidimensionale Fehlbildung der Wirbelsäule. Das heißt, es gibt bei der Betrachtung von vorne oder hinten eine Seitverkippung der Wirbelsäule und gleichzeitig eine Verdrehung um die Hochachse. Bei Morten war es so weit ausgeprägt aufgrund seiner Grunderkrankung, dass er zunehmend die Sitzfähigkeit verlor. Und das wollten wir ihm unbedingt erhalten. Hallo Morten, schön dich zu sehen. Gleich nach der OP war das sehr erleichternd für mich. Da war ich halt einfach stolz, dass ich das so gut geschafft habe. Wie geht es einer neuen Schule? In Mortens Fall haben wir die Wirbelsäule gelöst, das heißt operativ die einzelnen Wirbelanteile, die so in einer Fehlstellung zueinander standen, gelöst, sie mit Schrauben und Stäbe gefasst und an einer neuen Position fixiert, sodass er in der neuen Position besser sitzen konnte, als er es vorher konnte. Das tut auch einfach meine Atmung gut, weil dann die Lungenflügel beide nicht eingequetscht sind, sondern beide gleich sind. Also ich habe den Eindruck, dass die Operation für Morten ganz viel gebracht hat. Also auch eben wie auf Knopfdruck, plötzlich ist er ein Stück älter und größer geworden, erwachsener geworden und wird seinen Weg jetzt auch gehen. Ciao! Dieses Jahr habe ich meinen Realschulabschluss fertig gemacht und ich will auch weiter zur Schule gehen, weil ich auch ein gutes Zeugnis hatte, einen guten Durchschnitt. Und mit dem Durchschnitt kann ich auch ans berufliche Gymnasium, das nennt sich BBZ, und da kann ich halt mein Abitur machen.